Mr. Mike. Yo, ist Mr. Mike. Heute mal wieder mit einem kleinen Überraschungspaket von Carlo. Ich weiß eigentlich schon, was drin ist, aber ganz genau dann wieder doch nicht. Es ist so, so ein Ding wie Schrödingers Katze. Ihr kennt die Story, abgefahren. Jedenfalls, ich mache jetzt einfach auf, bevor ich hier lange rumlaber. Ich freue mich sehr drauf wieder. And One Produkte, And One Produkte. Wer die noch nicht kennt und irgendwie auf einer Marke festgefressen ist, wie ich eigentlich auch mit Jordan, gönnt euch einfach mal, checkt sie einfach mal aus. Mehr verlange ich gar nicht. Und dann macht euer eigenes Bild davon. Das ist eh das Wichtigste überhaupt. Einfach nur noch. Okay. Oh shit. Oh, genau das, was ich mir gewünscht habe. Okay, erstmal wieder ein paar Anhänger. Sehr cool. Die tue ich auch dann bei Bestellungen von mir in meinen Shop. Also ein bisschen Schleichwerbung jetzt von mir nochmal weg. Aber die ganzen Sachen, die jetzt hier drinnen sind, bekommt ihr alle bei Carlo. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Basketball on Point, glaube ich, genau. Klickt einfach auf den Link. Und mit dem Code Mike2020 bekommt ihr 15% gerade aktuell. Ich möchte nicht lügen, vielleicht sind es auch nur 10 oder 15%, was eh schon echt gut ist, weil die Sachen eh schon reduziert sind. Die sind schon 20% reduziert und dann bekommt ihr nochmal 10 bis 15% mit dem Code dazu. Unten in der Videobeschreibung steht nochmal alles ganz genau, wie es jetzt gerade aktuell ist. Also, wow. So, jetzt habe ich nämlich gesagt, and one Socken. Ich habe jetzt so viele End One Schuhe, den Tai Chi, wie ihr vielleicht in den letzten Videos gesehen habt, da habe ich gemeint, hey Carlo, ich kann nicht End One Schuhe repräsentieren und dann Nike oder Jordan Socken haben oder Puma Socken. Ihr kennt das Thema, das leidige Thema. Daher, Carlo Ehrenmann, vielen Dank, End One Socken am Start. Fett, einmal in weiß, blau. Geil, 3 Parker, ja Hammer. Hat er die auch im Shop? Carlo, auch jetzt mal so ein Ding an dich. Du hast immer wieder Sachen, die du mir schickst, die du gar nicht im Shop hast. Und dann regen sich einige Leute darüber auf, weil sie die Sachen hier unbedingt haben wollen, aber bekommen sie ja nicht, weil sie nicht im Shop sind. Daher, ich freue mich natürlich ohne Ende. Geil, ich habe Sachen, die andere nicht haben, aber hammergeile Sachen. Also, wow. Was ist das? Ein Bracelet. Was soll das sein? Irgendein Bändchen für, keine Ahnung. Oh, mal nice. Okay, wir sind hier noch kleine Sachen erst. Hier nochmal Fett. End One Socken. So geil. Es sind nur einfache Socken. Ihr merkt es, aber ich freue mich drüber, weil sie von End One sind. Das ist auch ein bisschen abgefangen, gell? Sehr fett. Oh, es ist echt geil. Geiler Scheiß. Nochmal kurze. Hammer. Wow. Nur Socken, gell? Nochmal Caps. End One Caps. Legendäre Logo. End One. Ich persönlich mag ja diese runden Caps nicht. Das war noch nie so mein Ding. Früher mal in den 90ern, wo es ja nichts anderes gab, damals oder so. Ich habe nicht den Kopf dafür. Einmal ausprobieren. Also ich finde es. Nee, steht mir nicht. Das ist so. Weiß ich nicht. Nee. Aber nichtsdestotrotz. Auch Schweißband. Mehr Schweißbänder. Hat halt überhaupt noch jemand Schweißbänder von euch? So, jetzt kommen wir dann eigentlich an die Sachen. Ja. So. Größe M. Und zwar, es geht ja hauptsächlich auch um die Shorts. Basketball-Shorts. Gut, kurze Basketball-Shorts. Oh, was ist denn das? Das ist ja ein Hemd. Okay, was ist das für ein Hemd? Das muss ich jetzt auch. Davon hat er mir zum Beispiel überhaupt nichts erzählt. Ein End-One-Hemd. Das ist ja sehr schick. Das kann man ja auch wieder. Das ist wieder sowas Feines. Das kannst du auch zu Vorstellungsgesprächen, Hochzeiten, Scheidungen, Beerdigungen, zu sowas anziehen. Das ist ja wirklich wow. Vor allem ist es so luftdurchlässig. Ne? So ein luftdurchlässiges, sportliches Material. Sehr schick. Das hat er zum Beispiel auch nicht im Shop, glaube ich. Carlo, das habe ich gemeint. Das ist jetzt wieder so ein Ding, wo sagen Leute, geiler Scheiß. Wollen wir haben, gibt es aber nicht. Was, sehr geil. Luftig, locker, leicht. Boah, wie die Milchschnitte. Hammer. Schick. Finde ich sehr geil. Das lasse ich heute gleich an. Boah, sportlich und elegant. Wahnsinn. Sehr cool. Hier nochmal eins in weiß. Cool. Auch eine Sache bei Größen. Das ist eine M. Ihr seht, das ist auf jeden Fall eine L. Für andere vielleicht XL. Das ist eine M.
Auch bei den Shorts. Ich habe eine einzige End-One-Short, hat mir Carlo auch geschenkt. Da, hammergeile Short, die feiere ich ohne Ende. Größe M, kommt rüber wie eine XL. Unglaublich groß, alles von End-One. Musst du eigentlich 1 bis 2 Nummern kleiner bestellen. Sehr wichtig. Ja, das ist es sogar. Das ist die Short, die ich schon habe. Hier in Größe M. Feiere ich ohne Ende diese Shorts. So geil, so stylisch. Hat er die im Shop? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ey, aber Größe M, auch wieder Größe M. Unglaublich riesengroß. Ihr habt es vielleicht bei Videos schon gemerkt, wo ich die anhab. Hier auch nochmal eine. Oh, eine neue. Größe M. Das ist Größe M. Alter. Schaut euch das mal an jetzt. Hier mal im Vergleich. Das kommt rüber wie ein Autozelt. Kannst das Auto mit eindecken. Das ist die Größe M. Leck mich. Schau mal das an. Gib dir mal, wie groß das Teil ist. So ein Verhältnis. Schau dir das an. Wahnsinn. Aber fette Short. Geil. Geiler Schnitt, geiler Style, oder? Hammer. Ey, und die könnt ihr jetzt wirklich für an die 20 Euro, unter 20 Euro mit dem Code nochmal kaufen jetzt gerade. Checkt echt ab. Qualitativ sind diese Shorts so geil. Das einzige Manko, was ich bei den End-One Shorts habe, wo ich auch schon mal in Videos mehrmals erwähnt habe, sie haben keine Taschen. Und eine Short ohne Taschen ist für mich ja schon fast eine Todsünde. War das nicht auch ein Teil von Todsünden beim Basketball? Short ohne Taschen, da haben sich einige dann wieder beschwert, Mike, eine Short braucht keine Taschen. Ja, aber wenn du ein Baller bist, Lifestyle-Baller, so wie ich, ey, eine Hose, ohne in die Welt hinauszugehen, ohne Taschen. No way, wie soll das funktionieren? Schlüssel, Handy, Geldbeutel, wo tust du das hin? Dann kommt der andere auf die Idee, kaufst du halt einen Rucksack dazu. Ja klar, wenn die Short keine Taschen hat, kaufst du halt einen Rucksack. Ey, Wahnsinn. Alter. Wenn du aus dem Auto aussteigst, immer einen Rucksack hinten raufgeschnallt, Tankstelle rein. Vergiss es. Anderes Thema. Hier nochmal Sonnenmarken. Ah, alles cool. Das sind so kleine Schmankerl. Oh, Schnürsenkel von End One. Geil. Das ist Carlo, was du hier alles hast. Ey, ich muss den endlich mal besuchen in seinem Lager. Hier nochmal eine Short. Alter, wie geil. So viele neue Shorts hier. Ey, für den Winter sowas von ausgerüstet. Ein sehr schönes Blau. Ein sehr schönes. Gebt ihr das? Vor allem doch mit den weißen Streifen so. Ey, sehr schick. Sehr, sehr schick. Hammergeil. Wow. Auch wieder Größe M. Riesengroß. Auch hier. Wow. Also, diesen Sommer habe ich auf jeden Fall Shorts genug. Wow. Ey, und für den Preis, es ist einfach der Preis, den Preis ungelogen, ohne jetzt irgendwie zu schleimen, irgendwie eine beschissene, dumme Werbung zu machen, für den Preis bekommst du so eine Short in so einer Qualität einfach nirgends. Nirgends, vergiss es, für unter 20 Euro. No way bekommst du nicht. Und dass die qualitativ einfach wirklich absolut hochwertig sind, weiß ich ja, weil ich die eine jetzt schon echt Monate, ein halbes Jahr rocke. Ey, super geiles Teil. Logo hier, fett, geiler Style. Also Short hat er wirklich einige im Store drin. Da einfach mal vorbeischauen. Hammer. Hier noch Schweißbänder. Oh, nochmal Schnürsenkel in Schwarz. Sehr geil, Alter. Armsleeve, fett. Ja, was soll ich noch sagen? Feier ich ohne Ende, Alter. Carlo, echt, vielen Dank schon wieder. Hammer. Ja, als Dankeschön kann ich euch nur darauf hinweisen, checkt sein Store aus, schlagt zu, gönnt euch für einen wirklich fairen Preis. Also wenn da jemand meckert über den Preis, dann ist es sowieso vorbei. Weil das ist alles Originalware. Weißt du, was ich meine? Auch nochmal so ein Ding dazu. Also Hammer. Und wie gesagt, bei Hosen, ihr müsst euch fast so ein normaler Mensch wie ich, 1,78, so knapp 70 Kilo, so, ja, oh, jetzt habe ich es verraten. Wenn du da Größe M kaufst, ist Baggy. Also du brauchst echt Größe S, wenn du es ein bisschen enger haben möchtest. Weißt du, was ich meine? Aber End One ist halt nichts auch für diese Skinny-Jeans-Menschen. Weißt du, was ich meine? End One ist einfach back in the days, damals 2000er, so Baggy. Baggy, weit, breit, geiler Scheiß. Wisst ihr, was ich meine? Die End-One-Baller von damals, aus der Zeit, die wissen, was Sache ist. Heutzutage wird es ja wieder ein bisschen enger und kürzer. Da ist das natürlich dann nicht so angesagt. Aber muss jeder für sich selber wissen. Für mich absolut mein Ding. Damit werde ich noch begraben. Damit laufe ich noch als alter Opa rum. Ob es jemand lächerlich findet oder nicht, ist mein Ding. Weißt du, ich habe mein Ding gefunden. Das ist einfach der Shit. Und deshalb feiere ich das so. Ohne Ende. Hammer.
Also, Feedback geben, eure Meinung, gönnt euch, unter Videobeschreibung ist der Link. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an Carlo nochmal. Hammer, wow. Du merkst, wie ich mich wieder freue. Also, immer wenn von Carlo ein Paket kommt, wow, abgefahren. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Mr. Mike. Böööö.